Durch einen Schuss ist am Freitagnachmittag in Delmhorst eine Frau schwer verletzt worden. Nach ersten unbestätigten Berichten saß sie am Steuer ihres Autos, als ein Geschoss die Scheibe auf der Fahrerseite durchschlug und sie am Kopf traf. Die Frau verlor die Kontrolle über den BMW und prallte gegen einen Poller. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei mitfahrende Kinder erlebten den schrecklichen Vorfall mit. Sie mussten, ebenso wie mehrere Ersthelfer und der kurz darauf dazugekommene Ehemann, von Notfallseelsorgern betreut werden. Wir sind jetzt erstmal primär da für die Kinder und den Ersthelfer. Das ist soweit abgeschlossen. Und dann muss sich weiteres zeigen. Und wir geben dann natürlich auch Hinweise, an wen man sich wenden kann. Es ist natürlich nicht alles gut, aber es ist erstmal eine erste Stabilisierung da. Und da sind wir da. Es war erst die Meldung, 10 sind zu betreuen. Jetzt werden von 2 die 3 Kinder betreut. Und ich habe den Ersthelfer, der super Arbeit geleistet hat, betreut. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort und leitete umgehend die Fahndung ein. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, hieß es.